Den Kaffee frisch zu mahlen, direkt bevor man ihn verwendet, ist auf jeden Fall eine der Grundvoraussetzungen für den optimalen Kaffeegeschmack. Aber einfach irgendwie den Kaffee zu mahlen, ist jetzt noch keine Garantie dafür, dass er auch schmeckt am Ende. Es muss der richtige Mahlgrad für die jeweilige Brühmethode sein, aber fast noch wichtiger, der Mahlgrad muss möglichst gleichmäßig sein, damit am Ende auch die Extraktion passt. Okay, und was genau ist jetzt mit Extrahieren gemeint? Wir wissen ja, dass Kaffee sehr gerne mit Sauerstoff reagiert, aber auch mit Feuchtigkeit. Und genau so reagiert der gemahlene Kaffee auch mit heißem Wasser. Und je größer die Oberfläche des gemahlenen Kaffees, je feiner die Partikel sind, desto stärker ist die Extraktion. Hier sind ein paar Beispiele für unterschiedliche Mahlgrade, von grob bis fein. Für French Press zum Beispiel ist der optimale Mahlgrad eher etwas gröber. Für Handfilter oder Filterkaffeemaschinen mittel bis fein. Und für Espresso ein sehr feiner Mahlgrad. Ihr fragt euch jetzt natürlich, was ist der ideale Mahlgrad genau für euch? Das kann so pauschal nicht beantwortet werden, denn es hängt noch von vielen weiteren Faktoren ab, nämlich was für eine Brühmethode verwendet ihr zu Hause, was für eine Mühle habt ihr, welchen Kaffee verwendet ihr und wie frisch ist der, und nicht zuletzt hängt das von eurem Geschmack ab. Das heißt, mit dem Mahlgrad müsst ihr immer ein bisschen experimentieren, aber das ist auch die Chance für euch, rauszufinden, wie euch der Kaffee besser schmeckt. Aber wenn der Mahlgrad einmal sitzt, dann seid ihr wirklich einen großen Schritt näher an der optimalen Tasse Kaffee. Dann müsst ihr eigentlich nur noch auf die Dosierung achten und das erkläre ich im nächsten Video. Okay, und was genau heißt jetzt extrahieren? Weiß ich auch nicht. Scale of 1 to 10, how energetic do I look? It's a 5. I feel like a 4. I feel like a solid 4.